Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und klar, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier im Spiel angekommen. Sind jetzt gerade dabei, aus dem Gefängnis uns hier zu befreien. Und wir haben hier tatsächlich eine 360-Grad-Drehung. Das ist cool. Und genau, wir haben beim letzten Mal einen komischen Jugendlichen kennengelernt. Der denkt scheinbar, wir können ihm nicht helfen. Alles klar, Freunde. Wir hatten auch hier auf der Karte. Wir hatten da noch eine Tür, ne? Wartet mal, wir hatten da noch eine Tür, wo wir noch gar nicht. War das hier die? Wartet mal, ist das diese Tür hier oder was? Sie ist vollständig zugenagelt. Man kann sie unmöglich öffnen. Hier war irgendwo noch eine Tür. Ah, hier vorne. Ja, hier vorne. Bevor wir da die große Tür nehmen, wobei ich glaube auch, dass die eh nicht geht. Das Haupttor des Gefängnisses. Es ist abgeschlossen. In der Hüllung ist das Bild eines Adlers eingraviert. Eine Adlermedaille also wieder. Na, kennen wir doch. Gut, Freunde, alles klar. Dann machen wir einfach mal weiter. Mal gucken, was es mit diesen ominösen Jugendlichen da auf sich hat, ne? So, Karte bitte. Ah! Ein runder Gang. Okay, Freunde. Das heißt, hier ist abgeschlossen mit einem Vorhängeschloss. Okay. da ist ein Loch. Da ist ein Kräuter. Da sind Kräuter. Guckt euch mal die Kräuter da oben an. Die werde ich mir direkt holen. Weil Heilung können wir hier immer gebrauchen. So. In der letzten Folge habe ich mich voll erschrocken gehabt, ey. Von dieser einen, Cutscene da. Und auf einmal die Zombies rauskamen. Da habe ich mich voll erschrocken. Grünes Kraut. Kennt man, ne? Claire, wie geht's dir überhaupt? Ist bei dir alles gut? Ja. Wunderbar. Ach, guck mal in der Mitte da. Ah ja, guck mal. Claire Redfield. Größe 1,69. Gewicht 52 Kilo. Blutgruppe 0. Also ein Leichtgewicht. Alles klar, Freunde. Unsere erste Heilung. Haben wir hier. Ach, wir können hier rein? What the hell? Wir können hier rein. Krass. Oh Gott! Uff. Geh direkt. Ah, verdammt. Oh Gott. Was kommt da Zombies an hier? Ach, Mann. So. Hallo? Hallo? Ah, okay. Muss ich die kaputt machen? Ich mach die jetzt einfach kaputt. Wartet mal. Warum schießt sie denn nur einmal? Muss ich immer wieder drücken. Ach, okay, krass. So, wartet mal. Aber das kann man bestimmt irgendwo einstellen, oder? Ach, wartet mal. Das war, glaube ich, im Menü. Die kann man... Das kann man, glaube ich, irgendwo... Wartet mal. Das kann man, glaube ich, hier... Ach, verdammt, ich drücke immer die falsche Taste. Ja, die Steuerung ist noch ein bisschen... Ausrüsten, prüfe, Kombi, benutze. Das ist jetzt nicht möglich. Nee? Okay. Das ist die Muni, ne? Ja. Okay. Pistolenpatronen. Ja, ist in Ordnung. So. Kombi, damit und raus hier. Mensch, diese Steuerung, Freunde. Gut. Gut, also sie schießt nicht automatisch. Das heißt, ich muss immer einzeln schießen. Hat sie denn ein Auto-Aim? Gott. Die Zombies, Alter. So, was gibt's denn hier noch? Halb verspeiste Lebensmittel. Boah, wie eklig. Boah, guck dich mal den Kopf von dem an, ey. Oh Mann. Zeig mal die Karte. Einfach nur ein Bereich. Was ist das für ein Quietschen da? Das nervt ja richtig. Ach, was soll diese Musik hier? Gib mir bitte das Kraut. So. Oh, dieses Quietschen. Gib bloß runter, Claire.
Was quietscht hier so? Nichts Nützliches. Hier ist eine Küche und... Gefängniskarte. Ah, ja cool. Guck mal drauf. Das ist ja gar nicht so viel. Das ist ja gar nicht so viel. Na gut, okay. Eine nicht fertig gekochte Suppe. Sie ist noch warm. Hast du Hunger? Ach, wie schön. Nichts Nützliches hier. Ja, alles klar. Boah, das ist quietsche. Da ist Muni. Da ist auf jeden Fall Muni, Freunde. Können wir immer gebrauchen. Sehr gut. Was ist das hier für ein... Ein Klo. Dieses Toilettenbecken hat viele widerliche Flecken. Außerdem riecht es hier furchtbar. Ach komm, Claire, einfach auf Klo. Nee, kein Bock. Okay. Ah, ist ja eklig hier. Warte, war sonst hier nichts? Ach, das ist... Das hässliche Gequietsche, das ist die Lampe da oben. Ach, okay. Alles klar. So, Freunde. Was ist das? Oh Gott. Was ist das hier? Oh! Wie eklig. So, oh Gott. Das Tagebuch des Gefangenen. Ein klassisches Dokument in Resident Evil. Tagebücher. 13. Mai. Dieses Loch hier stinkt nach Tod. Nach meinen derzeitigen Informationen vermute ich, dass ich weit südlich vom Äquator bin. Zum Glück ist Bob in der Kurie unter mir einer der wenigen interessanten Typen hier. 16. Mai. Bob hat mir heute eine wilde Geschichte erzählt, warum er hier mit mir in diesem Loch steckt. Er war wohl mal der Sekretär vom Boss dieses Ladens und dieser Boss namens Alfred hat ihn wegen eines winzigen Fehlers hier eingesperrt. Was bedeutet das für mich? Was wird mit mir geschehen? Oha. 20. Mai. Ohne Vorwarnung hat eine Gruppe bewaffneter Militärs Bob hier rausgeholt und in das Gebäude hinter der Guillotine gebracht. Ich werde mich um Mitternacht hier rausschleichen, um mit ihm zu reden. Ob dir das gelingt, Kollege? Ich weiß ja nicht. Ich habe gehört, dass niemand aus diesem Gebäude jemals wieder zurückgekommen ist. Außerdem schleppen sie da dauernd irgendwelche riesigen Plastiksäcke raus. Ich sollte lieber für Bob beten. Oh Mann. 21. Mai. Oh, diese Musik hier. Es war ein Fehler. Ich hätte nicht dorthin hingehen sollen. Was geht da drinnen vor sich? Ich habe nur ein irres, unheimliches Lachen gehört und Bobs Schreie. Boah, grausig, Freunde. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Wird es mir genauso gehen? Ich darf das nicht zulassen. Ich darf einfach nicht. Oha. Das hört sich ziemlich krass an. 27. Mai. Seit meiner letzten Eintragung sind all meine Mitgefangenen in dieses Gebäude rübergebracht worden. Ich weiß, dass ich als nächstes dran bin. Es ist ganz offensichtlich, dass wir alle nur Versuchstiere für diesen feinen Alfred hier sind. Es gibt keinen Entkommen. Was soll ich bloß tun? Ei, 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 ei. Ja, Alfred, du hast es wohl nicht... Ach, nicht Alfred. Der Bob hat es nicht lange geschafft und der Wächter wohl auch nicht. Oh, Mann. Da liegt auf jeden Fall Munition. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Da liegt Muni. Ah, hier oben. Ah, da. Okay. Da ist sie. Die Muni. Sogar ein großes Päckchen. Ja. Puh, ah, nee, es waren 15. Also. Oh Gott. Alter. Da habe ich mich schon wieder fast voll erschrocken hier. Komm, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt, Claire. Oh Gott. Komm, der steht doch wieder auf. Ja, oh, dahinter ist noch einer. Um Gottes Willen.
Oh, scheiße, das sind zwei. Oh Gott. Jetzt stehen sie alle auf hier. Oder was? Komm, mach hier Fußball, komm. Oh Gott. Na komm. Dann schieß sie einfach kaputt. Ach du Scheiße. Ah, ich sehe nix. Da ist sie. Oh Gott. Alles klar, wie geht's dir? Grün. Ach, ja, okay. Wenn alles noch grün ist, dann ist alles okay. Oh Gott. Oh, was ist das denn da? Das kann man aber aufheben. Was ist das denn? Wow. Calico M1100P. Ja, das sind Uzis. Geil. Wir haben eine neue Waffe, Freunde. War das ein Bonus oder sollten wir die jetzt schon kriegen? Interessant, ne? Weil von der Karte her müssten wir hier gar nicht hin. Ja gut, neue Waffe kann man immer gebrauchen. Ohne Scheiß. Sieht aus wie Toilettenartikel. Lecker. Alles ist verbraucht. Hier ist einfach nur ein Klo. Ja, okay. Männerklo oder was? Ne, duschen. Oh Gott, die hier ist blutig und Munition. Ja, ist klar. Ach, das ist sogar eine Prozentwaffe, ne? Fällt mir jetzt erst auf. Das ist eine Prozentwaffe. Ah. Ja, okay. Alles klar. Im Übrigen sieht die Waffe so aus, finde ich, wie die von Leon im zweiten Teil hier, die Handgun. Die sieht so aus wie die von Leon. Ja, cool, okay. Da haben wir auf jeden Fall hier den Bonus abgegrast. Das finde ich schon mal cool, dass wir da jetzt diese Prozentwaffe haben. Kann man immer gut gebrauchen. Jetzt nichts wie raus hier aus diesem scheußlichen Gebäude. Nee, vergiss es. Die mache ich jetzt nicht nochmal platt. Einmal reicht. Oh Gott. Ich dachte schon, hier schreit jemand, aber das war nur die Tür. Och nee, was ist jetzt? Zombie? Oder Hund? Zombie oder Hund? Wo muss ich überhaupt hin? Einmal komplett rumrum. Okay. Viele ungenutzte Baumaterialien. Nichts Nützliches. Ein Hund, glaube ich, ist das. Oh Gott, Freunde. Keine Hunde. Was zur... Oh Gott. Ja. In dem Drahtnetz ist ein großes Loch. Blutflecken führen bis unter das Vordach. Ich fürchte Schlimmes. Lauf einfach, Claire, komm. Lauf einfach. Ich fürchte, das sind Hunde oder so. Oder was? Hier kommt gar nichts. Sie ist von der anderen Seite mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen. Es ist nicht möglich, sie von hier zu öffnen. Okay, hier kommt einfach nichts. Gut. Dann geh hier rein. Ich dachte, jetzt kommt hier voll die Action und so, aber dann kommt hier gar nichts. Ja, passt ja auch, ne? So, warte. Zombies. Alles klar, Zombies. Ach du Scheiße. Okay, geh mal in die Ecke. Und schieß. Oh, weg mit dem. Die laufen barfuß hier rum. Was ist das für Zombies? Ah, die machen immerhin die gleichen Geräusche. Das finde ich gut. Das ist doch bekannt. Wie aus dem zweiten Teil. Ja, die Menügeräusche sind auch die gleichen. Wie aus dem ersten. Wie aus Teil 2 und 3. So, die sind kaputt. Hier sieht man auch wieder Blutlachen. Klassische Zombies, Freunde. Nicht so wie bei Resident Evil 3 oft in der deutschen Version, wo die da weggeblinkt sind. Das ist schon besser so, finde ich. Sie ist vollständig zugenagelt. Man kann sie unmöglich öffnen. Kenne ich doch irgendwo. Ja, waren wir da nicht? Ah ja, genau. Da waren wir auf der anderen Seite. Und was will der Zombie da drin? Ein Mülleimer. Der will mich erschrecken, oder was? Ja, der will mich erschrecken.
Aber nix da, Kollege. Das ist noch mehr. Da ist noch einer. Okay, mach den kaputt, Claire. Mach den kaputt. So. Der ist schon kaputt. Ach, cool. Okay, was ist das jetzt hier? Dieser Schalter steuert die Rollladen. Nichts passiert. Muss irgendwo aktivieren. Die äußere Absperrung ist verschlossen. Ich müsste sie irgendwo entriegeln. Ah ja, ganz viele verschlossene Türen. Und wir können da hinten rein. Oh Gott. Ihr schreckt mich nicht so. Gut, wir sind weiterhin im Gefängnis. Weiter geht's. Mal gucken, was hier drinnen ist. Noch mehr Zombies. Was ist das? Please deposit any metallic items you have in the security box. Metallgegenstände ablegen. Oh Gott. Ja. Aber hier laufen Zombies rum, die muss ich doch kaputt machen können. Hier laufen Zombies drin rum. Ah, shit. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich unsere Waffe ablegen. Was zur... Zurzeit ist die Sicherheitssperre geschlossen. Öffnen? Ja, mach mal, komm. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich unsere Waffe ablegen. Okay, aber die Zombies sind ja zum Glück draußen. Gut, wie mache ich das jetzt mit dem Ablegen? Einfach hier ablegen, oder was? Nein? Okay. Okay, so kann ich das hier ablegen. Oh Gott, alle metallischen Gegenstände. Das heißt, wir können hier nur... Wir können hier nur unsere Kräuter mitnehmen. Okay. Okay, dann. Hä? Was ist denn? Ach, das Feuerzeug. Ach. Das heißt, das Feuerzeug auch. Okay, Freunde. Dann. Das ist aber blöd. Dass man hier wirklich alles ablegen muss. Das ist ja richtig krass. Aber gut, das ist halt Sicherheitsbereich und so, ne? Draußen sind überall Monster. Ich hoffe nicht hier drin. Ey, bitte nicht. Kommt. Ihr könnt schöner draußen bleiben. Verschiedene Kisten. Nichts scheint hier nützlich zu sein. Okay. Gar nichts. Gar nichts. Okay, einfach nichts. Oh, hier ist nochmal was. Mhm. Da ist nochmal so eine Sperre. Was haben wir hier? Ui! Ui, 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 Munition. Ja, das ist Napalmgranaten. Das ist geil. Also Brandmuni und hier ist auch noch mal was. Was ist das denn? Bogras Gasgranaten. Oh, okay. Das ist krass. Hier liegen verschiedene Arbeitsmaterialien. Okay. Krass, krass. Ah, guck mal. Ein Heilspray. Ein Heilungsspray. Ja, das kennen wir auch. Können wir auch bedienen. Was ist das denn hier? Oh, ein Handbuch. Alles klar. 3D-Duplikator-Benutzerhandbuch. Unser neuestes Produkt, der 3D-Duplikator, besteht aus zwei Teilen. Der 3D-Scanner. Dieses Teil tastet ein dreidimensionales Objekt ab. Oh. Legen Sie einfach das abzutastende Objekt auf die Scannerschale.
Es wird dann in 3D-Daten erfasst, die wiederum an den Duplikator weitergeleitet werden. Der Duplikator. Wenn Sie das umzuwandelnde Material auf die Maschine legen, können Sie mit der Umwandlung aufgrund der vom Scanner aufbereiteten 3D-Daten beginnen. Das ist ja krass, das ist sowieso ein 3D-Drucker, ne? Dass sie das da in der Zeit schon hatten. Krass. Die Umwandlung wird mit hundertprozentiger Datengenauigkeit vorgenommen. Das Ergebnis ist ein perfektes Duplikat des Originals. 3D-Drucker, ja cool. Eine Kontrolltafel für den 3D-Scanner. Hier ist ein Schalter zum Hochfahren. Ja, mach mal an. Ah, das kennen wir auch, ne? Aktiviere den 3D-Scanner. Zu scannendes Objekt in das Ablesegerät hineinlegen. Wow. Krasse Technik auf jeden Fall. Der Schacht des 3D-Scanners ist geöffnet. Legen Sie bitte ein Objekt zum Scannen. Hab ich nicht. Ein Duplikator. Damit könnte ich etwas kopieren, wenn ich die nötigen Gegenstände hätte. Können wir vielleicht die Bulli drauflegen? Ich weiß ja nicht, ich probier's mal. Ach verdammt, ich hab's wieder falsch gemacht hier. Verdammt. Es ist zu groß. Es kann unmöglich eingelegt werden. Das Heilspray? Oh scheiße. Das wollte ich jetzt natürlich nicht benutzen. Okay. Also, nein. Alles klar. Das heißt, wir haben aber da noch eine Tür. Können wir nochmal reingehen? Oh Mann, ey. Alles voller Zombies hier. Okay, Freunde. Da ist einer am Computer. Gefaxter Antrag auf Zugang zur Haftanstalt. Oh nee, ich wollte es schon lesen. Also, wartet mal. So. Datei. Ich muss da noch drauf klarkommen, dass man da mit Kreis da die Steuerung hat. So. Nee, Spielanleitung brauchen wir jetzt nicht. Gefangenen. Was? Gefangenentagebuch. Nee. Ah, wartet mal. Ah, okay. Zugangsantrag. Da ist es. So. Bitte lesen Sie den folgenden Antrag auf Zugang zu unserer Einrichtung sorgfältig durch und fügen Sie den Namen des Antragstellers der Liste der erwarteten Besucher zu. Paul Steiner, Leiter Gefängniswachraum. Hiermit beantrage ich Zugang zum Haftbereich D. Persönliche Daten. Name des Besuchers Carl Grisham. Zweck des Besuchs, Anlieferung folgender Gegenstände. Erstens, neue Probe des Produktes TG01 von Metal Industries. Zweitens, diverse Verbrauchsgüter, die das Personal der Haftanstalt bestellt hat. Anmerkung, erstens, benutzt Lieferfahrzeug. Zweitens, TG01 Muster wird in gekennzeichnetem Aktenkoffer transportiert. Ach, das war der Koffer, den wir da draußen gefunden haben. Ne, bei dem Hubschrauber da. Okay. Boah, dann. Raus hier. Gut, wer tippt da am PC? Hier liegen viele Management-Unterlagen. Wer tippt da am PC rum? Was? Viele Überwachungsbildschirme, vermutlich um die Gefangenen zu beobachten. Wer tippt denn da? Chris Redfield. Ach, das ist der Kollege. Ah, der komische. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've
got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Mhm. What was that all about? Der kennt scheinbar Chris nicht. Chris ist eine abgezockte Sau. Gut, Freunde. Das heißt, wir haben tatsächlich noch mit Leon Kontakt. Ach, wie cool. Alles klar, liebe Freunde. Würde ich aber mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt zieht gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.